Hello, what's poppin', Friends? Willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Channel. Und das ist auch, glaube ich, jetzt der letzte Vlog hier aus L.A., denn morgen ist es soweit, wir werden morgen wieder zurück nach Hause fliegen. Wir freuen uns übertrieben, Sinja und ich haben beide so krass Heimweh. Und ja, freuen uns auf jeden Fall, dass es morgen wieder zurückgeht. Reicht auch langsam. Ich war ja jetzt insgesamt fast 2 Monate war ich weg. Es reicht. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Und ja. Ich will nach Hause. Ich werde später noch meinen Koffer packen. Jetzt aber habe ich mich erstmal ein bisschen fertig gemacht und mich hier in ein neues Set vom Nick Martulin Shop geschmissen. Also ich habe es ja schon auf Instagram angeteased gehabt. Es wird eine Pastel Collection geben. Verschiedene Sets. Und ich trage hier gerade ein Sample. Da werden noch ein paar Sachen geändert, wie zum Beispiel hier die Bänder, das sind noch nicht die richtigen und ja, noch so ein paar Kleinigkeiten werden geändert. Aber trotzdem habe ich das jetzt mal angezogen, um mal zu fühlen, wie es sich tragen lässt. Wir werden jetzt zu einem Fotospot fahren und ein paar Fotos machen. Da ist Cindy. Hä? Was hast du denn vor? Für wen hast du dich fertig gemacht? Für dich. Letzter Abend. Gehen wir noch weg? Date? Darauf war ich nicht vorbereitet. Übrigens wird es auch diese nicen Taschen bald geben bei Nick Martulin. Oh mein Gott, ich bin so stolz. Das hier ist auch gerade nur ein Sample, aber ich liebe es. Ihr werdet es lieben. Der Stoff fühlt sich schon sehr, sehr geil an und da passt wirklich einiges rein und sie sieht einfach nur heftig aus. Die wird es auch noch in anderen Farben geben. Und was es auch bald geben wird, ta-da-da-da, darauf haben so viele von euch gewartet. Es wird bald den Universe Duft, unser Parfüm, in kleinen Flaschen geben. Yay! Perfekt zum Mitnehmen, wirklich perfekt für unterwegs. Immer wenn ich in die Schule gegangen bin, hatte ich immer hier diese kleine Flasche mit. Das war richtig, richtig praktisch. Und ja, hier wird es bald im Shop geben. So Leute, vielleicht kennt das der ein oder andere. Wir sind jetzt hierher gefahren. Das ist so ein Fotospot mit diesen bekannten Laternen. Ich muss ehrlich sagen, sieht gar nicht so krass aus. Also ich habe es mir viel, viel krasser vorgestellt. Aber es ist trotzdem pretty. Hier ist schon eine extra im Ballkleid angedüst und ja, wir werden jetzt hier auch mal ein paar Fotos machen. Okay, wir sind wieder zu Hause und ich muss jetzt anfangen, meinen Koffer zu packen. Ich zeige euch mal ganz kurz, Cindy hat schon seit 3 Tagen ihre Koffer gepackt. Die kann es kaum abwarten, nach Hause zu kommen. Ach so, die hat gerade keine Hose an. Aber nur mal so ganz kurz, hier ist ihr Koffer schon fertig gepackt. Der andere ist im Flur. Richtig sauber bei ihr. Da hinten steht ihr anderer Koffer, der ist schon fertig gepackt. Und jetzt kommen wir mal zu meinem Zimmer. Ich weiß nicht, ob ihr ready dafür seid. Also, ich habe keine Ahnung, wie ich das alles... Die Schubladen sind alle komplett voll mit irgendwelchen Sachen, Klamotten. Und ich habe nur diesen einen Koffer. Und halt einen Handgepäckkoffer, aber... Wie soll das da anders reinpassen? I don't know. Aber wir versuchen es jetzt. Übrigens hier ist die Nick Martulin Tasche nochmal in Purple und auch einmal in Rosa. Das sind alles hier gerade Samples. Das Problem ist, ich glaube, in diesem Koffer ist sogar noch was drin. Jo. Send help. Leute, wir haben mir gerade diesen Schrottkoffer hier geholt. Der ist erstmal richtig hässlich und scheiße und der hat, wie teuer war der? $160. Und wir dachten schon so, boah, richtig teuer für so einen scheiß Koffer. In diesem Koffer ist nicht nur, also es ist nicht nur dieser Koffer, sondern da ist noch ein Koffer drin. Und noch einer. Guck mal auf, vielleicht ist da noch einer drin. Ey, wenn da jetzt noch einer drin ist, ne? Nein. Gut, dann sind $160 eigentlich ganz billig. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt mit den anderen Koffern? Wir können ja nicht noch mehr Koffer aufgeben. Fuck, wir haben ja komplett reingeschissen. Eine Ewigkeit später. Leute, Koffer sind jetzt gepackt. Zum Glück waren in dem Riesenkoffer noch die anderen Koffer, weil wir mussten tatsächlich noch einen nehmen. Das ist so crazy, wir haben einfach so viele Sachen. Es liegt aber wirklich am meisten an diesen Samples, weil die sind halt aus Deutschland zugeschickt worden und die haben wir halt gar nicht bedacht. Und das waren wirklich sehr, sehr viele Samples und die müssen wir halt wieder mit zurücknehmen. Ja, haben wir jetzt auf jeden Fall die Koffer gepackt. Ich habe, glaube ich, insgesamt 3 große Koffer, einen kleinen und Cindy hat 2 große und einen kleinen. Oh mein Gott. Hauptsache, es ist jetzt fertig gepackt. Ich habe noch so ein bisschen Wäsche in der Waschmaschine. Das muss dann später noch da reingemacht werden. Aber ansonsten sind wir ready. Ich habe mich jetzt schon abgeschminkt, habe meine
Pickelcreme aufgetragen. Eigentlich ist es Zahnpasta, ich hatte keine Pickelcreme. Ja. Und wir haben ein letztes Mal Taco Bell bestellt. Und das gönne ich mir jetzt. Ich warte gerade noch auf mein Salad. Ich habe mir nämlich noch bei Sweet Green Salad bestellt. Und ja, werden jetzt einfach nur noch chillen. Serie gucken. Und that's it. Morgen geht's dann los. Ich freue mich übertrieben. Wir sehen uns morgen. Peace out.